Hier, Mädchen mit Telepathiekraft. Ja, ja, hier, alles wieder. Warte mal, stimmt das? Das passt ja gerade mit dem Bild. Ich hatte extra eine Szene dafür eingerichtet. Ich hoffe, dass das gerade erkannt wird, deswegen. Okay, gut, ja. Ich werde noch 10-mal durchatmen müssen hier, richtig. Aber es ist auch gut, wenn wir das jetzt gemacht haben oder nicht später, weil dann wäre das später gewesen, wenn man mit so einer Stimmung irgendwie ins Bett gemusst oder sowas. Das wäre auch nicht so praktisch. So, von daher, wir schmeißen alles um. Machen weiter mit Anna ihrer Quest. Annas Quest. Und. Ah doch, genau. Mausradrollen. Das Beste. Wir hatten schon einiges, in einem halben Ball zum Beispiel. Die gute alte Schere. Genau, jetzt hat es wieder süß und knuffig. Jetzt könnte John langsam wieder kommen. Hat er nicht verpasst. Wenn er wirklich gleich kommt und sich fragt, warum wir noch hier in dem Raum sind, ne? Ach genau, daran. Hier, ich will mal das Einhorn haben. Ich erinnere mich wieder an alles. So, damit reden ging nicht und mitnehmen. Very, very shiny horn you have there, Mr. Unicorn. And, a little sharp and pointy, too. Sharp and pointy. I suppose I could cut off his horn if I wanted to. Ach so, stimmt, wir haben ihn ja nicht, wir haben ihn ja nicht bewegen dürfen. Danke, dass du es nochmal gesagt hast. Unicorn. Close your eyes now. Gleich Blut, Blut, überall Blut. Woo, see? That wasn't so bad. Ja, genau, das Einhorn auch blutet. Genau das. Do you even plead? So, hier, mach mal auf. Aha, this might be pointy enough. Es ist doch eigentlich nur Stoff, oder nicht? Let's see. Naja. Ah, Mr. Unicorn's horn. It got all bent and broken. Guess I don't really need it anymore. Okay, let's see here. Buttons, buttons, buttons. Buttons. Es ist aber auch witzig, wenn einfach nur Watte rausgeflogen wäre. Fingers crossed, I guess. Das ist merkwürdig. Kaputt gemacht. Anna, are you okay? Yeah. Yeah. Also vielleicht ist das sehr gut, oder? That bit there, that's the glowing bit. Those blue light bits seem to be glowing more now that it's disconnected, too. So, maybe if I try it now... Ah, Anna, that sounds good. About it glowing and everything, but I'm not so sure you should pick that up. It does seem rather... sparky, doesn't it? Hmm. Maybe there's something I can use to pick it up safely, though. Ja, wir können das, glaube ich, gleich in diese... Oh Gott. Klappt ja doch. Nein, du hast weggeschmissen. Ah, yes. This rubber should make it safe to pick up. Ist doch perfekt dafür. I so, ich muss mal eben noch kurz Controller hier wegbauen. Even after doing all that, even if I can pick it up, should I really be putting something like this on my head? Grandpa, I know you tell me not to. Und er war ja auch noch krank. Ach man, warum sind alle Geschichten immer nur so traurig? It means getting back to him, though. I have to try. Here goes nothing, I suppose. Jetzt hat sie es ja doch mit der Hand aufgenommen. Oh, my head. Ach, wie das? I feel like my brain just turned upside down. Anna? Are you all right? Did it work? Anna? What was that light just then? Was für Licht? Blitz? You see? What are you doing in there, child? I was just... What do I say? Anna, don't you turn your back on me. I don't know what you're up to in there, but remember this. I'm watching you. I can assure you, little girl, whatever you are up to, ich habe schon so einiges gemacht hier drin, aber ist okay. Hat sie nicht gesehen. Ob es jetzt abgeht.
Ja, der Hut ist weg, aber wir sind stärker, würde ich sagen. Ja, genau. Der Opa hat auch vor allem nur Schnupfen, ne? Das ist halt so typisch Mann, ne? Sobald der halt irgendwie krank ist, ist Weltuntergang. Alles vorbei. Schnupfen. Heuschnupfen vielleicht auch nur. Für 2 Tage oder so. She's on to us, Ben. She sees us leaving. I don't think we'll get far before she stops us. But she can see everything, Anna. She's watching us. Always watching. Danke, Katze. Okay, Ben, I'll work on distracting her. But be ready. We'll need to move quickly when I do, okay? Können wir einfach rausgehen und die Suppe auf die Maschine kippen? Dann ist sie abgelenkt. Achso, hätte ich nicht aufbekommen. Nee. Ich bin doch jetzt so viel stärker, oder nicht? Anna, what is that you are doing? Ich trainiere. Oh, that? That's nothing. I'm just. Ja, dann gleich auf die Kamera. Playing. Hm. Well, remember, I have my eye on you. This isn't working. I need to distract her away from seeing me somehow. Ja, ja, bestimmt, oder? That's it. If I can tamper with the speaker, maybe gently move the camera, then she might not be able to see or hear me escape. All right. Aha. Here goes nothing. Hab das gesehen? Uh-oh. That was a little more than I intended. Oh no, oh no, oh no! She's gonna be so mad at us, Anna. Hör auf uns? Die hat doch gar nichts gemacht, der Bär. You're very right about that. I think I see her now. Oh. She's coming, Anna, she's coming! Kommt sie wirklich? It's too late to worry about her now. We have to get out of here, quick. Oh yes, Anna. Your power. Hurry! Das Ding gerne mitnehmen. For that. Na, schade. We've got to get out of here. Tschüss, Ben. Locked. Nein! Schmeiß die Tür auf. Ha! Endlich ist die Tür offen und Anna kann entkommen. Du kannst den Raum verlassen, indem du auf die Ausgangsfeile klickst. Um eine Szene sofort zu verlassen, benutze einen Doppelklick. Ah. Skippen möchte auch gerade die Szene verlassen, aber Pech. Ich glaube nicht, dass es dringend ist. Jetzt weißt du alles um Anna. Anna? Ja, Anna, wir sind deutsch. Heil durch ihr Abenteuer zu bringen. Viel Spaß beim Spielen. Ja, Sekunde, ich mache eben die Tür auf. So, genau wie hier habe ich die Tür gerade mit meinen Kräften geöffnet, ne? Alright, it's time to go, Ben. Do you need some help getting up? Oh no, 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 I can do this. Aha. Wow. War anstrengend, nicht? That's it, Ben. You've got it. Boy, I did it. I really did. Okay. Okay, quick. We need to see if you can walk so we can get going. Oh yes. Let me see. Hätte ich das nicht vorher üben können, dann wären sie auch gekommen. Ja, tschüss, Bär. Tschüss. There you go. You really did do it. Das ist einfach rausgegangen. All right, Grandpa. I'm coming. Dass die Alte noch nicht hier ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Meisterausbrecher. Ja. Hallo. Ratte, dürfte ich vielleicht diesen Schlüssel haben? That. We've got to get out of here. Aber das sieht wichtig aus. Time for that. Okay. Okay, wir gehen einfach weiter. Gut. Wir haben keine Zeit dafür. Ah! Oh. Das ist auch ein Skelett. What are you doing, Ben? Das Kitten. I'm hiding. It's too scary down here. Ah! What now? I can't look. I can't. Ich guck nicht hin, ist okay. Hier, Tür zu. Direkt ins Gesicht. Das hat funktioniert. Oh dear. Okay. Curse you, Anna. Game over? Was? Oh, der große Ausbruch. Kapitel 2. Achso, ich dachte, jetzt dürfen wir uns in den Räumen der Erste umsehen. Ist ja süß. Ben, I'm sorry. The
it didn't quite go the way I planned. That's okay, Anna. At least now the witch is locked out downstairs. Yeah, I suppose so. Although now she's blocking the exit. So, now what do we do? I don't know. Give up, maybe? No. Einen Ausgang finden? We've come this far, Ben, and, well, we're bound to find another way out, right? Genau. Right. Well, if you say so. All right. I'm going to go see what I can find. You just sit tight. I'll be right back. Kann ich jetzt die Linse mitnehmen? Haha, ich wusste es. So, jetzt dürfen wir uns aber umsehen, richtig? Die Sachen hier sind alle nicht. Oder vielleicht doch hier vorne? Nee. Ich würde schon mal so einen Hexenhut haben, der aber viel zu groß für mich ist. No, the sink drain is too small to fit my hand in. Den Löffel? I should try something else. Dann nicht. Das schöne Kabel? I don't know. That seems kind of dangerous. Können wir den noch machen? Guck mal, da steht QL drauf. No thanks. I'll leave that there. Nein. Die Ratte? Hallo. Hi, Mr. Rat, do you think you could drop me down that key of yours? I'm not sure I'm going to get very far doing this. Oh, ein bisschen Käse dafür. Honestly, even if I could reach him, so eine Ratte. I wouldn't touch him. Is that? It is. He's eating a key. Knowing my luck, I'm going to need that key. Wieso ist die Ratte den Schlüssel? Wieso hat die Katze die Tür aufgeschmissen? Oh. Gut stabiles Rohr kann man immer gebrauchen. Pipe here that looks pretty loose. I don't really see a reason to mess with it right now though. Also, naja, ich Curse you, Anna. Strange. It seems to be stuck down somehow. Wir haben auch unsere Superkräfte hier. No, I shouldn't use it on that. Schade. Oh, interesting. A heart-shaped key. And a pretty orb thing. Mit? Jeez, this paperweight is heavier than it looks. Das ist echt eine kleine Kugel. Open this door right now. Not very interesting. There's only a long line of string in here. Was? Der Schlüssel wurde mit Käse eingerieben. Was habe ich gerade noch? Achso, die genau Schnur. Hallo, kleines Kitty-Poo. Hey, little kitty. Do you think I can have a look at that necklace of yours? Spider. I'll take that as a no then, huh? Das ist fancy Diamant. Natürlich gibt die den hier. I don't want to hurt the poor guy. No. Okay. I refuse to hurt anyone else for my own sake. Ich hab's schon kommen sehen. Was kann man mit dem Diamanten denn so machen? Guck mal hier, eine schöne Schnur. I'm not sure what good that would do. Spielen? That's a picture of the witch, the one who kidnapped me. Hold on a second. I think I see something. Miss, was? Oh. Ja, natürlich. Something really important must be behind here. Ja, verstecktes Schloss. Ich bin bekloppt. Nee, die Kugel wollte ich für die Katze nochmal nutzen. Nah, I don't think that will help. Ach, ja, damit kann man reden. Once upon a time, that might have been an interesting conversation. These days, though, I think that conversation would be a little one-sided. Once upon a time, that might have been. These days, though, I. Oh my, poor, poor fellow. The witch's evil knows no bounds. Einen Teppich können wir hier auch benutzen. Ah. This seems to be here for the person chained up. Why it's there, though, and what it's draining, I do not want to know. Whatever it is, though, it's left a lot of smelly mold on the inside of the drain. Ist das vielleicht das für die Ratte? I guess I could use Gott, das ist ja eklig. Or something. Gross. Hat die gerade gegrunzt? Hello? Is someone there? Anna. Anna. Over here. Was? Ah!
Opa, bist du das? Wait, wait, wait. Du bist nicht Opa. Please, just Papa? Okay, look. Why don't you hold on a second? So far, I've been kidnapped, experimented on, talked to by a giant teddy bear, and now I'm being haunted? No, 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 no. I mean, ich meine, woher kennt ihr unseren Namen? Wer kennt uns denn bitte noch? I just I couldn't help but hear what happened with you and Winfrieda earlier and Winfriede, ernsthaft. Diesen kreativen Namen. Well, I think I can help you. Help me? Yes, help you, you know, escape. But well, if you don't want me around, then, you know. Wait, I'm sorry. Ich gehe zurück. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Er hat sich nicht mehr vorgestellt. You have to understand. I've never seen a ghost before. It's okay. It's been a while since I've seen a living person too. The name's Joringo. Pleased to meet you, Anna. Oh, gab's nicht auch bei The Book of Unwritten Tales auch so ein Jorge? Joche? Jorge? Ich glaube, Jorge hieß der, ne? Joringel? Ist auch nicht viel besser. Ja, wer ist die überhaupt? Who's Winfrieda? Is that what the old witch's name is? Winnie. Well, that's what we all called her. Yes. Me and Winnie go a long way back. Well, back to our days in school, actually. School? Really? The Vogt School of Witchcraft. Winnie, myself, and my wife Yorinde. We all attended. When we were all still. Oh nein, Eifersucht. War es das? Bestimmt. Curse you, Anna. Ich war der einzige heiße Typ und sie wollten natürlich auch haben. You went to school together? But she's so old. You know, Winnie should only be a few years older than me. Not twice my age, like, she seems to be. I don't understand. Could have happened to her. I really can't say. A spell gone wrong, maybe? Who knows? I left the school a long time ago. With Yorinde, you see. One day, Yorinde had it in her head that she wanted to leave. I don't know why. Schon mal verdächtig. Open this door right How now. Did you end up here? I came here looking for my wife, Yorinde. She went out to the market one day and never returned. When I went looking, a man on the path mentioned seeing someone. An old woman dragging a large sack here into these woods. Oh my, Yorinde, that's horrible. I searched the woods high and low, but found nothing. Eventually, I was attacked. I blacked out. And when I came to, I was, well, here. Chained to this wall. I'm so sorry, Yorinde. Grandpa would warn me about bad people, but this, I never imagined. Well, your grandpa's right, Anna. It's a dangerous world. You shouldn't trust too many people out here. Ja. Ach, vor allem krass. Ich meine, ja, die Alte hat einfach mal Kinder entführt, aber auch noch Mord? Und also nochmal Mord und Entführung? Komm mit. Ich glaube, er kann da nicht weg. Wenn ich so einen Fußknochen mitnehme, was ist dann? Trapped here. Trapped? Yes. By Winfrieda. Look, I'll show you. No. Oh, I see. That's okay. I'm probably just going to be stuck here for, well, eternity, I guess. Na gut, dann hat er vielleicht noch einen Hinweis. So, you say you know how to escape? Oh, yes. It's quite simple, really. There's a secret passageway, you see? The entrance of which is in this very ich meine, gut, das Bild ist auch wirklich sehr verdächtig, ne? Hätte ich vielleicht doch mal früher oder später untersucht. Button to open the passageway kept behind that painting there. Oh, wow. That's great. That is simple.
Only Winfrieda keeps it locked. Das stimmt mit dem anderen ekligen Schlüssel, ne? It could be worse, right? I mean, at least the key is in the tower. Okay, that's good, right? Normally, yes. But, die Ratte hat ihn, schon klar. The rat took it. Ja. You couldn't have gone too far with it. I'm ich sure ja Schimmel für die Ratte. I better get back to looking around. Try and find this rat and get the key back. All right, Anna. I'll be here if you need anything. Ob nicht, dass er irgendwo anders sein wird. Schon ein bisschen creepy, wie der sich so verwandelt. Hier, guter alter Schimmel. Richtig geil. Actually, this thing does smell a lot like bad old cheese. No, he doesn't seem particularly interested. Ach, warte, ich hab's doch gerade noch gesehen. Wir haben doch noch. Only, well, ja, genau, das sieht nicht so aus. Ja, ich hab gerade gesehen. Hier, guck mal. Mal an. Oh, ist das schlecht. Cheese. Ein paar Löcher reinmachen. Können wir noch irgendwas hier? Ein paar Löcher. I'll just leave it as it is. Na gut. Hier, bitteschön. Here we are, Mr. Rat. Some nice tasty cheese. You ready? Mmm, yum yum. Yay! I finally got it. Ach Gott, ey. Na gut, das Kabel ist eigentlich noch hier, aber. Na, wir gucken mal. Ob wir weiterkommen. So, dann erstmal das hier aufschließen. So ein bisschen wie Escape Room, oder? Sobald man in den Raum eingeschlossen ist. Escape Room. Wait, where's the handle? Uringel? Are you there? Uringel, I thought you said the button was behind the painting. Well, yes, but the button is there, I swear. It's just... Er weiß nicht welcher. Well, it's inside the safe. Ach so, okay. It's simple, don't worry. I've watched Winfrieda open it 100 times. Yeah. The large hole is for a diamond-shaped key she uses. She keeps it on the cat's collar for safekeeping. Oh, Gretchen. Oh, yes, you're right. And, one other small thing. There's, two locks on the safe, you see? You just, need, Winfrieda's voice. Uringel? How am I going to do that? You'll figure something out, Anna. I'm sure you will. Außerdem meckert sie ja manchmal rum. Alright. Thanks, Uringel. I'll go try and open this safe, I guess. Ich hab's jetzt so simpel. I'll be here if you need anything. Ich wollte gerade was loswerden, wie schief das doch war mit dem Käse. Okay, kleines Kätzchen, jetzt wird's ernst. That wouldn't be useful, I think. Was soll ich mit dem Ding machen? So was zum Spielen hier basteln können. Nein, nicht mit dem Schlüssel. Do these things work together? Okay. Maybe not here. Meine Katze spielt auch gerne mit einem Stift. I should try something else. ich geh nochmal rum. Doesn't work. Ich weiß nicht, ob wir noch irgendwas brauchen gerade. Ach Ben, vielleicht hat er noch eine Idee. Ach, Herzchenschlüssel. Ich bin noch die Kiste. Hello, natürlich. How are you? Ben, lass mich gehen. Ich habe was zu tun. I better keep looking around. Okay, Anna. Good luck. Ich dachte, der Schlüssel wäre jetzt für den Tresor gedacht. Völliger Schwachsinn. Na, lass mich. That's a bit disappointing. It's just an old recorder in here. Das ist okay. Which doesn't seem to work. Das nicht. Oh well. Ach Mann.
Was funktioniert daran nicht? That's not going to help. I can't see how that will help fix the recorder. It's usually meant to record what you say into it. Only, it seems like the microphone and the speaker in it are both broken. Das Mikrofon und der Hörer. A hat. Maybe a magic hat? I wonder if the witch uses it for any of her spells. Oha. Maybe not here. Was nicht? Jeez, this paperweight is heavier than it looks. Ich bin so verwirrt, vor allem was die Farben angeht. Ist vielleicht nur einmal gebraucht, Gegenstände, die grünen Sachen. Was ist dann rot und was ist blau? These two, I can't see how they go together. Ich auch nicht. Jetzt geht's schon wieder los, Trial and Error. So will ich auch nicht. Okay, wir reden mal mit Ben, wie ich es eigentlich geplant hatte. Hi Ben. Hello Anna. How are you? Meine Joringa hat ja von auch eine gute Idee. I found someone to help us. His name's Joringa, and he knows a secret way out. I was just downstairs when he suddenly appeared and told me about it. Oh wow, that's really good. But Anna, what do you mean by suddenly appeared? Vielleicht ist er tot, na well, und? You see, he's a ghost. Oh. But it's okay, Ben, it's okay. He's a good ghost, and he's stuck downstairs. He won't bother you, I promise. Oh, okay. Whew. Yeah, that is good. Ben mag auch keine anderen Leute. Nein, ich will nach Vorschlägen fahren. Any ideas? Well, Hab schon einen kleinen Hint. Couldn't we just kinda explode the wall away and just run for it. Run for our lives. Ben, I'm not sure that's the best idea. I don't think it's exactly strong enough to just blow away walls. Oh. And if the witch sees us escaping, we're done for. I think if we're going to get away from here, we need to be more careful. Find some way that's quiet. Jetzt wäre ich hier schon aufgeflogen, aber da ja. I better keep looking around. Okay, Anna. Good luck. So. Ja, vielleicht ein bisschen mehr mit den Kräften anstellen. Das Kabel vielleicht schön in das Waschbecken halten. That seems kind of dangerous. I don't think my power will work on this. Wasserhahn ist auch nichts. Ach, läuft ja doch. All right, tap's working. Wasserhahn läuft. Und das bringt uns. Naja, keine Ahnung. Hier, die Maus ist das ja wirklich. Ich weiß echt nicht, was wir mit der Katze machen wollen. I would be able to record the witch with this if I wanted to, but until I'm able to fix the microphone and speaker, I can't. Curse you, Anna. Joringel, hau was raus. Nein. Speichern Optionen. Schönes Häuschen. Was können wir mit der Katze machen? Ich meine, das ist eine Katze. Die Briefbeschwerer wird spielen. Oder soll das als Mikrofon? Nee. Curse you, Anna. Ich sag ja. Immer schön der Anfang und dann. Können wir das nicht irgendwie zerschneiden? Achso, nein. Hörst du auf. I think that might not be the best place to use it. This doesn't seem to work. Ich verstehe es echt nicht. Ich glaube, ich brauche mal irgendwas an den Kopf geschmissen. Open the door right now. Oh, Teppich. Geht doch noch. Können wir es weiter aufrollen? Können wir Teppich abschneiden? Nee, nur vor und zurück machen. Maybe this isn't the right approach. Irgendwie, weiß nicht, was ich mit den Sachen machen soll. Ich weiß, was die Katze braucht. Und weil ich nicht weiß, was ich für das Ding brauche. But it must open automatic. Maybe that's what it is. Well, doesn't hurt. Open Sesame.
Nö. Error. Unidentified voice. Oh. Okay. Fuck I yeah. guess it does only work for the witch. Nothing's ever easy in this place. Achso, können wir jetzt vielleicht das. Ah, das Rohr vielleicht jetzt noch nehmen? Schon wieder ignoriert. Naja, und das irgendwie vielleicht damit dann. Naja, ne? I'm not sure what good that would do. Sieht das schöne Rohr nicht. Anna. Ich hab mit dem Finger gezuckt. Ach ja, vielleicht können wir das damit mit dem anderen Ding verstopfen. I think I'll leave that be. Dann hier doch mit der Kugel. No, the sink. Wait, I think. Das ist wirklich was unten drin, ne? It's. Ew. Ja, Schlüssel? It's just some old soggy hair. Must be the witches. Gross. Ist hier sonst There's nichts? A bunch of hair down in the sink drain. Must be the witches. Gross. Ich leg noch eins dazu. Nee, ist eine Schnur. Maybe I should try something else. Ich check's gerade echt nicht. Die Ecke hier, alles verwirrt mich. Wieso ist das schon wieder? Oh nein, kriegst du es mal wieder im Angebot. 33%. Ich weiß ja nicht. Wo waren wir? Ich bin schon wieder gelenkt hier. Ich hätte nicht gedacht, dass wir noch irgendwas im Schlafzimmer finden. Die sind auch fest, ne? Können wir hier vielleicht noch was mitnehmen? Ich weiß ja nicht. Die Meisern haben wir schon geklaut, die gute Suppe. No thanks. I don't mean to be ungrateful, but I think I saw it moving earlier. Hi, Ben. Hello, Anna. How are you? Ach nee, Ben hatte ja nur noch die... Ach, was, wenn wir nicht kommen können? Ben, what if we can't get away? In the end, we might not be able to escape the witch. Yeah, I did think about that. I just would feel bad for you. With your grandpa and all. Your grandpa is sick? Yeah. I don't even know what it is. It was so strange. Was bräuchte sie denn dann? Fine. He was even working with the crops. Then the next morning he just couldn't get up. Oh my. I'm so sorry, Anna. We'll find a way out and find a cure. Na gut. I better keep looking around. Okay, Anna. Good luck. Na gut, sie müsste sich auch nicht damit so auskennen, was er haben könnte. So, jetzt nochmal, was haben wir? Also wir haben das Waschbecken mit ein paar Haaren. Das schöne gute Kabel. Oh dear. I think it broke. Oh dear. Aber ich krieg das nicht. I don't know. Oh dear. Nee, das ist. Pfui. Was können wir damit denn noch machen? Abschneiden vielleicht? Ganz mutig. No, that... no there's got to be another way to... There's a bunch nee, of people. Ich versuche noch alle Sachen dran. Ich weiß nicht, ob der Löffel vorhin einfach nur nicht ging, weil wir eigentlich was zu tun hatten. Der gute alte Stift. Gibt es keinen Entferner irgendwie? Schere hatte ich schon versucht. Ich meine, das sind Haare. Kann man doch eigentlich in der Theorie immer wegschneiden. Weiß nicht. Noch mehr Schnur. Die Gabel. No. Ding da rein. Poison? I really. Ich versuch's mal. Ach nee, es hat ja auch nicht geklappt. I'm not sure if my Well, it also might flood the building. Ich muss mal gucken, was ich mit meinen Kräften noch machen kann. Ich glaube, daran liegt's gerade. I don't think I need. This seems to be here for the quiet's there. Whatever it is.
Können wir uns hier was mitnehmen? Poor Yuringel. The witch is evil. I shouldn't use my pa- Curse you, Anna. Hm. Okay, waren wir eigentlich schon für empty. Für fertig? Sicher, doppelter Boden? Looks pretty It looks pretty empty. Ja gut, alles ist gut. How eerie. Typical way. I can't reach that. Ist das die Chinese? I don't think that's a even if I could get all the way up and no. I don't know. Besides, Ich sehe da gerade schon wieder irgendwas. Eve. All right, Kitty, let's have a look at this pretty collar of yours. Oh wow! Getting that collar isn't going. Kitty ist böse. Aw, poor guy looks tired. Has the mean old witch not given you a bed, huh? Nee. Sag doch, die kriegt den Hut hier zum Schlafen. No, that maybe I should. Ich check's nicht. Das irgendwie. Wenn sie müde ist, will sie wirklich nicht spielen. Katzen. Ich dachte, ich kenne Katzen, aber offensichtlich nicht. Gott. Schlafen, ja, müde. That'd be unnecessarily messy. A hat. Maybe a magic hat? I wonder if the witch uses it for any of her spells. Open this door right now. Ich hab mich einfach. Oh, können wir bitte die Katze einfach in den Kreis malen? Curse you, Anna! Geht das? That wouldn't be you. Alles anmalen? Yuringel? Ich weiß auch nicht, ob er noch irgendwelche Ideen hatte. Hi again. Komm mit. Come with me, Yuringel. Believe me, my soul. Trap? Das hatten wir ja schon. Müssen wir ihn erst befreien? That's so. I better get by still. Alright, Anna. Ich weiß ja nicht. Maybe I should try something else. Aber ihn benutzen können wir offensichtlich auch nicht. It looks like this is the pipe running down from the sink upstairs. There's a section of pipe here that looks pretty loose. Ich check trotzdem nicht, was bei rumkommen soll. Open this door right now. Aber wenn wir das Ding oben nicht leer kriegen, dann nützt uns das auch alles nichts. Curse you, Anna. Wie viele Ideen. Ach Gott. Curse you, Anna. Curse you, self. Ich dachte, sie ist müde. Aw, poor guy looks tired. Ja, die Frage ist halt, was ich habe schon alles Mögliche versucht. Bed, huh? Also dachte ich zumindest, alles was Sinn macht. Open this door right now. Ich weiß halt auch nicht, ob ich erst die Spüle leer kriegen muss. Ich glaube, reingesteckt habe ich schon mal alles. Ich weiß auch nicht, was ich noch miteinander kombinieren kann. Also meiner Meinung nach habe ich alles halbwegs Vernünftiges schon versucht. Ja, habe ich gerade gemacht. Ach Gott, ey, ich dachte, der passt da nicht rein? Nee, tut der auch nicht. Ich check's nicht. Nee, ist irgendwie nicht richtig. That's not go. That's not. That's not. Nicht that's not. Richtig. That's maybe I should. Hä? Das ist eigentlich noch nicht, was ich mit dem Löffel verhalten will. Maybe I should. That won't. This doesn't. That wouldn't. Blau anmalen. Maybe I should. Ich wollte gleich schon durchschneiden. Nee, ja, und jetzt habe ich einen dafür Schnur. Und immer noch keine leere Spüle. Nee, mit dem Herzschlüssel habe ich schon die Kiste aufgemacht. Da war ein Rekorder drin.
Ich kann mir nicht... Oder ist hier noch ein weiterer drinne? Noch ein Herzschlüssel? Ich wüsste aber jetzt nicht, wo. It's not bad, it's a skin. I could be wrong, but I have every morning I could be every So, so I'm not sure what. Ich glaube nicht, dass sie noch irgendwo ein Schlüssel versteckt ist. No, but wow. It is a very. I would use it more. I have to say. That thing was there before. It really. Oder noch umfassen. No, I'm not even touch. Geht nicht. Nee, ist schon passiert. Okay, ja, nee, wie gesagt, also den Herzschlüssel habe ich auch draußen gefunden, habe ich die Kiste aufgemacht. Ich habe halt noch das Kabel, was halt Funken sprüht, wo ich nicht weiß, wie ich das oder was ich damit überhaupt machen soll. Ist halt das kaputte Ding. Ich muss im Grunde versuchen, den Rekorder zu reparieren jetzt. Scheinbar ist beides kaputt, also Lautsprecher und Mikrofon. Ich dachte irgendwie, ich könnte das als Mikrofon, keine Ahnung, ich weiß auch nicht mehr, was das sein soll. Jedenfalls muss ich das Ding reparieren und ich brauche noch, ach genau, ihre Stimme und das Halsband brauche ich halt. Die Katze ist eigentlich müde, aber ich weiß nicht, wie ich die irgendwie dazu animieren soll, schlafen zu gehen. Ich check das echt nicht. Ach, wartet mal, vielleicht hier nochmal rein? Ah, da habe ich ja meinen Scheiß schon rausgeholt. That won't work. Kitty, willst du nicht mit dem Schlüssel... Schlüssel? Mit dem Löffel spielen? Nein. Also irgendwas mit der Katze muss noch. Und halt oben mit der Spüle. Damit ich das Rohr vielleicht noch bekomme. It looks like this is the pipe. There's a section of pipe. Open this door right now. Ja, ich habe halt kein Mikrofon und keinen Lautsprecher. Curse you, Anna. Also... Ne? Also oben ist vielleicht noch der Lautsprecher oder sowas, aber der, weiß nicht, der blitzelt da halt rum. Das war halt mit dem Lautsprecher verbunden? Oder warte mal, kriege ich den da noch runter? Nee, der ist ja gar nicht abgegangen, siehst du mal. Let's see if I... Auch noch kaputt? Pff, das war ja billig. Okay, doch, dann haben wir den Lautsprecher. Ist ja die Frage, was denn das Mikrofon sein soll. Oder wo das ist. Ich dachte eigentlich, es wäre hier noch mit dran. Ne? Ach, das ist Lautsprecher und Mikrofon. Nice. Okay, dann geht das, aber. Was ist denn mit der Katze? Schlafezeit. Los, sag es. Ich will, dass die Katze schläft. Okay, es hat mir nur der Lautsprecher gefehlt. How's the weather out there? What? How dare you? You just wait, child. You'll regret this. Oh, you will regret this. Yep, that should do it. Okay. Was? Kissen kann ich auch mal mitnehmen? Nein. Nee, oder? Nur wenn man zehnmal denkt, man hätte sich genug umgeguckt. Ja, das Kissen ist offensichtlich was anderes als das Bett. Oh Gott. Ein Bonbon. Warum kann ich das dann wieder nicht mitnehmen? Okay. Gut. Wollte ich da wissen. Warum nicht schon vor einer halben Stunde? Wären wir schon weiter. Gottchen. Weißt du, auch zum Ende bin ich mal richtig fertig. No? I think I have the right idea. Maybe it just isn't inviting enough for him yet. Einladen, was willst du denn noch? Auf den Abfluss legen. Nah. I don't think. Ich hab jetzt auch schon Katzenprobleme hier. Nein. Da schon mal einmal grünes Klick? Was war einer nochmal? Noch mehr Watte für das Kissen? Ach, Katzen. Nimm wahr. Ja, du bist auch so flauschig. Brauchst auch mal extra Kissen. Vor allem mein Kissen, wo ich mal schon drauf sitze vorher.
mystery. I'm honestly real. I just have to do this. Aha. Oh ja, hat ein bisschen was daraus genommen. Ach Gottchen. Ja, ist ja gut. Ich betraue das nicht so sehr. Oh, wow. This looks so much comfier. Why didn't I think of this before? Weiß auch nicht. Eigentlich ist es immer voll einfach, wenn man so im Nachhinein dann alles hat. Na, lässt du bitte... Katze. Was ist das? Hier, da kein Spielzeug, sondern Kissen. Alright, Kitty. Nap time. No? Not interested? Even with the extra stuffing? Jeez. You're quite fuzzy for such a sleepy looking cat, you know? I think I have the right idea. Only, maybe it just isn't inviting enough for him yet. Was denn noch? Sich doch noch anmalen. Hier, komm, blau. You need to be careful using this. So perhaps not here. Was? Vielleicht nicht hier? Guten alten Briefbeschwerer? No. I think that might... Curse you, Anna. What? Oh Mann, ey. Was will denn die Katze noch alles? Und warte mal den Teppich zurück, genau. Und dann packen wir da das Kissen rauf. That wouldn't be you. Nicht? Was brauchen die Katzen noch? Die Maus holen. Komm mal runter. I'll just let him enjoy his, cheese. Irgendwie will ja schlafen, die Katze außerdem. Was mache ich mit der Spüle? Das weiß ich auch noch nicht. Löffel an einer Schnur. Da hat man schon mal das Kissen und dann. Maybe I should try something else. Fass es nicht. Oh dear. Dass ich auch gar nichts mit. Kann. Was? Die Items sind nicht farbig markiert. Ich brauch noch was. Okay, ja. Liegt das denn vielleicht wieder im Zimmer rum? Noch ein süßes Stofftier mitnehmen. So, guck mal, die liegt hier drauf. I could be wrong. Every morning. Noch ein paar gute Splitter. It's not bad, it's escape. Noch mehr Einhornwatte. Das ganze Einhorn. I think Mr. So, ich würde doch eigentlich die Feuerwehr noch beim letzten Mal abschneiden. Darf ich das jetzt noch? Ich darf das jetzt wirklich noch. Oh Gottes Willen. Und nochmal drüber ziehen? Ja. Was? Ja, die Feuerwehr sah samt aus. Mhm. Ja, habe ich jetzt auch. Ach Gottes Willen. Das sind halt so Sachen, die man schon mal ausprobiert, dann nicht gehen und dann später... Ja, ja, jetzt darfst du. Nein, ich will das aber sofort. Ah Gott, ich muss gleich erstmal was essen. Nacht, kleines Kitty. Oh, how cute. So, wir nehmen jetzt aber noch das Bandchen jetzt mit. Ja, jetzt wird es Zeit fürs Bett. Ja, wie gesagt, jetzt wird was essen und dann Bettchen. So, das machen wir beim nächsten Mal. Pack mal hier den blöden Diamant rein, dann kann ich noch was machen für die ersten 3 Sekunden. Und dann verkacke ich auch nicht sofort. Außerdem fangen wir dann auch wieder ein bisschen eher an und nicht so wie jetzt so letzte Stunde nach einem Spiel und ich glaube, das ist dann schon besser so. Können wir erstmal speichern? Ja, hier, guck mal. Schönes Speichern. Ja, voilà. Dann machen wir damit am Sonntag wieder weiter. Aber schön, dass wir noch das reinhauen konnten. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Dieses Blackwood Crossing. Ich weiß, diesmal mit Melan, da bin ich auch wieder wach. Hat mich so trocken auf dem Bauch. Na gut. Ich, wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns dann am Donnerstag wieder zu Dark Souls. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Macht's gut. Ciao, ciao.